Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Herr Gutzeit. Sie und Ihre Behörde haben uns, dem Abgeordnetenhaus, nunmehr zu Monatsbeginn den 21. Tätigkeitsbericht des Landesbeauftragten für die Unterlagen des DDR-Staatssicherheitsdienstes vorgelegt. Für die darin dokumentierte Arbeit möchte ich Ihnen, aber auch den Mitwirkenden in Ihrer Behörde und vor allem in den Projekten und Initiativen namens meiner Fraktion ebenfalls den herzlichen Dank aussprechen. Auch im Jahr 2014, das wird eindrucksvoll deutlich, stand die Beratung und Unterstützung von betroffenen Menschen im Zentrum der Tätigkeit. Die geschilderten Beispiele zeigen eindrücklich, dass sich manches zum Positiven verändert hat, so bei der Dauer der Verfahren zur Anerkennung verfolgungsbedingter Gesundheitsschäden oder mit der Umsetzung der Opferrentenerhöhung durch das fünfte Gesetz zur Verbesserung rehabilitierungsrechtlicher Vorschriften für Opfer der politischen Verfolgung in der DDR aus dem vergangenen Jahr. Auf der anderen Seite stehen die Schwierigkeiten des Nachweises von beruflichen Nachteilen oder bei Belegen von Gründen für die Einweisung in Einrichtungen der DDR-Jugendhilfe wie die berüchtigten Jugendwerkhöfe oder bei der Nachweisbarkeit von MFS-Zersetzungsmaßnahmen zur verwaltungsrechtlichen Rehabilitierung. Ihr Appell, Herr Gutzeit, an die Gerichte und Behörden, die Spezifik in der Verfolgung in der DDR genauer in den Blick zu nehmen, hat mich nachdenklich gemacht. Und natürlich ist es nicht ganz einfach, daran etwas zu ändern. Appelle sind Appelle. Das Handeln von Menschen lässt sich nicht auf Knopfdruck verändern. Umso wichtiger erscheint mir die Informations-, Fortbildungs- und politische Bildungsarbeit Ihrer Behörde, deren Stellenwert vor dem Hintergrund der geschilderten Beispiele aus meiner Sicht eher noch zunimmt. Meine Damen und Herren, der Bericht verdeutlicht auch, welche gesetzgeberischen Handlungsnotwendigkeiten auch nach dem fünften Änderungsgesetz vom Dezember 2014 noch fortbestehen. Und ich hoffe und ich wünsche mir, dass die aktuellen Diskussionen zur Perspektive der Behörde des Bundesbeauftragten und die notwendigen Debatten zur Weiterentwicklung rehabilitierungsrechtlicher Vorschriften hier Fortschritt bringen werden. Selbstverständlich muss die Recherche und Einsicht in Unterlagen auch beim Bundesarchiv den gleichen Konditionen folgen wie derzeit beim Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen. Und notfalls muss es dazu eine gesetzliche Klarstellung geben. Wir haben auch sehr genau vernommen, welche Vorschläge Ihre Behörde im Bericht sonst noch unterbreitet. Die Einbeziehung der verfolgten Schülerinnen und Schüler in die Gewährung von Ausgleichsleistungen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit. Gleiches, meine ich, dürfte für die Zwangsausgesiedelten gelten. Die Bereitstellung eines Pools von besonders geschulten Gutachterinnen und Gutachtern, etwa im Verfahren der Anerkennung verfolgungsbedingter Gesundheitsschäden. Die Möglichkeit der mündlichen Anhörung von Antragstellerinnen und Antragstellern, wenn Sie es denn wünschen. Ich glaube, das war schon im 20. Tätigkeitsbericht ein zentrales Thema. Und schließlich Beweiserleichterung bei Zersetzungsmaßnahmen und gesundheitlichen Schädigungen. Das muss unbedingt sein, denn vielfach wird sich nicht nachweisen lassen aus den Akten, mit welchen Feinheiten und mit welcher Perfidie die MFS-Behörden Menschen drangsaliert haben, wenn es um Zersetzung ging. Wir finden das richtig und wir werden diese Forderung unterstützen, wie Sie, Herr Gutzeit, und Ihre Kolleginnen und Kollegen in Bund und Ländern das auch tun. Und schließlich teilen wir die Forderung der Opferverbände, eine Rente bei Haftmaßnahmen nicht erst nach 180 Tagen, sondern vom ersten Hafttag an zu gewähren, sowie Opfern von Zersetzungsmaßnahmen eine Rente zuzubilligen. Man wird im Einzelnen nicht sagen können, dass erst nach 180 Hafttagen eine wirklich nachhaltige negative Einflussnahme auf die Biografie erfolgt ist. Das ist vom ersten Tag an so. Wer im Stasi-Knast weggesperrt worden ist, der hatte dauerhafte Beeinträchtigung seines Lebens und der soll an dieser Stelle auch entschädigt werden. Wir wissen, dass da durchaus noch mehr auf dem Tisch liegt und wir sehen uns auch in der Pflicht, in Verantwortung für die eigene Geschichte Sorge zu tragen, dass den Menschen, die dieses bittere Unrecht erlitten haben, wenigstens die Hilfe zuteil wird, die heute geleistet werden kann. Die Ignoranz freiheitlicher und demokratischer Ansprüche, die Monopolisierung des Wahrheitsanspruchs auf eine Führungskaste von Bürokraten, die Deformierung jeglicher politischer Kultur und die Negierung der Idee von Emanzipation, sie haben in den gut 70 Jahren des realsozialistischen Weltsystems zu unvorstellbaren Verbrechen geführt. Versuche der Reform, die es überall immer wieder gab und die ihre symbolische Zuspitzung sicherlich im Prager Frühling gefunden haben, wurden brutal unterdrückt und sind letztlich allesamt gescheitert. Das System war nicht reformierbar, bis es zusammenbrach, glücklicherweise friedlich, ohne Blutvergießen. Wir sehen uns als Linke in der permanenten Pflicht zur herrschaftskritischen Auseinandersetzung mit der Geschichte, für die wir auch heute in der Verantwortung stehen.
Und schon deswegen beeindruckt mich die Vielzahl und Vielschichtigkeit der Veranstaltungen, die durch Ihre Unterstützung zur Information, Aufklärung und Vermittlung der DDR-Geschichte stattgefunden haben. Und gerade auch diejenigen, die die Perspektiven der DDR-Opposition in den Mittelpunkt rücken. Allerletzte Anmerkung, wir stehen in den Haushaltsberatungen, Herr Otto hat es gesagt, das Archiv der DDR-Opposition ist hier im Haus oft diskutiertes Thema gewesen. Ich denke, es ist an der Zeit, dass wir mit Beginn des nächsten Haushaltsjahres dieses wichtige Dokumentarzentrum institutionell fördern, und zwar jenseits des Etats des Landesbeauftragten, zumal der Bund signalisiert hat, dass er sich daran beteiligen will. Es ist an der Zeit, dass wir dem Bekenntnis aller Fraktionen jetzt Taten folgen lassen. Ihnen die besten Grüße und guten Wünsche für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und vielen Dank.